I'm going deeper underground. Admiral Overproud hatte sich nach Neu-Dolaran zurückgezogen, eine Stadt, die von einer magischen Kuppel geschützt wurde. Zumindest auf der Oberwelt. Ja, hi Fans, und mit diesen Worten des Erzählers wieder willkommen, wieder heiße ich euch willkommen zurück bei einer kleinen Aufnahme. Ich wollte schon sagen, The Legend of Zelda. Nein, wir sind bei Dungeons 3 immer noch, denn es gibt noch einige DLCs. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ich würde mal sagen, ich schweife gar nicht lange vom Thema ab. Ich mache mich nur mal kurz weg und dann lassen wir den Erzähler mal wieder seinen Job machen. Flieht, ihr Narren! Flieht nach Neu-Dolaran! Ah, der Schutzschild der Stadt wird uns vor dem räudigen Meeresmüll des Untergrunds schützen. Ich kümmere mich um den Dungeon. Die werde ich Kiel holen lassen mit meinen Mana-Minen. Mana-Minen? Darunter kann ich mir jetzt nicht wirklich etwas vorstellen. Mit einem fulminanten ging eine dieser Mana-Minen im Dungeon hoch. Der Name war wohl der verzweifelte Versuch einer Verballhornung von diesen Seeminen, die man aus Comics und dergleichen kennt. Wie auch immer, diese Teile waren extrem effektiv und zerlegten Räume und Arbeitsgeräte, die im Wirkungsbereich standen. Das wäre vielleicht der Zeitpunkt, um noch einmal auf diese Neutralität zu sprechen zu kommen. Machen wir es doch einfach wie die Schweiz. Du meinst, wir bauen um zur Steueroase? Keine schlechte Idee. Aber nein! Wir werden sie zermalmen, vernichten, ihnen die Hutschnur abtrennen und zusehen, wie der Hut dann nach unten fällt und ihre Augen verdeckt. Neu-Dolaran wird fallen! Niemals! Räudiges Piratenpack! Neu-Dolaran ist von zwei magischen Schreinen geschützt, die die Kuppel aufrecht erhalten. Ihr werdet niemals an uns herankommen. Niemals! Blöder Schutzschild, blöde magische Schreine. Und wer? Glücklicherweise erstreckte sich der Schutzschild nur über die Oberfläche von Neu-Dolaran, nicht aber in den Untergrund. Mit diesem überhaupt nicht dezenten Hinweis konnte das nicht gerne auf subtile Hinweise eingehende Böse sich lebhaft ausmalen, wie es vorzugehen hatte. Wirklich? Ausgezeichnet. Denn ich hab's nicht verstanden. Ich bin ja eher der ausführende Teil. Die Exekutierende oder wie das heißt. So. Nach einem kurzen Aufnahmepäuschen. Muss gerade mal hier rum. So, wo fangen wir denn an? Als allererstes heben wir mal wieder Gold aus. Dann bauen wir hier die Dinge ein bisschen lang. So, dann erforschen wir natürlich einmal die Naga. Und dann machen wir natürlich unsere Armee gleich wieder ein bisschen größer. So. Und als allererstes natürlich wieder direkt ab Beginn. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Natürlich ohne große Umschweife erst einmal so, da ist schon was Rotes auf dem Bildschirm. Schleicht ihr da etwa über die Oberfläche, ihr Süßwassermatrosen? Ha! Ich bin ein erlauchter Diener der Göttin des Lichts und hole mir die Soldaten von Valhalla zur Unterstützung. Valhalla? Hatten wir das nicht schon mal? Eure Schnodderlinge haben einen ganz besonderen Spinnenbau gefunden. Diese gezähmten kleinen Wesen könnten euch gute Dienste erweisen. Ja. Ich weiß, dass ich mich noch so allmählich dran erinnern kann. So, dann können wir hier gleich die nächste Schatzkammer einrichten. So, und dann haben wir eine
Insel des Bösen gleich einmal wieder eingenommen. Dann heilen sich meine zwei Nagas noch wieder gegenseitig. Deswegen immer zwei Nagas, dass sie sich gegenseitig heilen können. Und dann immer auch aufpassen. Gerade wenn ihr am Anfang seid. So. Dann können wir eigentlich direkt einmal... Sollen wir direkt einmal... Das wollte ich doch gar nicht. Ich will die Schatzkammer anklicken. Nee, aber dann muss ich es halt auf die Art machen. So. So, dann war... Hier unten in der Richtung war auch nochmal irgendwo Gold. So. Die Gubbel-Gubbel-Farm müssen wir ja noch wieder installieren. Hey, so. Dann gehen wir gleich hin. So, hier können wir noch eine Schatzkammer einbauen. Da machen wir die Ding hin. Dann werden wir nämlich mal kurz hier ein bisschen vergrößern. Und dann kommt natürlich da ein erweitertes Ding rein. Zahltag. Wenn man schon so viele Schnodderlinge jetzt am Anfang hat, dann muss man auch was draus machen. So. Dass man die dann gleich mal hier wieder neue Arbeitsgeräte machen lässt. So, mehr kriege ich leider nicht rein. Ja doch, warte, ich könnte noch. Das, das, das. Und wenn wir sie ein ganz klein bisschen besser stapeln. Nee, schade, kriegen wir doch nicht hin. Okay. Macht nichts. Dann machen wir es halt hier noch. So. Dann gleich wieder die Fallen erforschen und dann als nächstes gleich die Armeegröße. Finde ich schon mal gut, dass die Novize nach vorne läuft. Dem habe ich's gegeben. Jawohl, hau drauf. Perfekt. So. Ach, da habe ich wieder das falsche Ding. So. So, dann müssen wir natürlich unseren Horde-Schlafplatz wieder einrichten. So. Dann können wir hier die Tüftlerhöhle einmal erweitern. Dann kommt noch ein zweites Gerät dahin. So, und dann müssen wir gucken, wie organisieren wir jetzt wieder unsere... Im Dungeon gesichtet. Ja, mein Gott. Die kriegen wir noch kaputt. So. Dann können wir eigentlich mal direkt die Krypta bauen. Und direkt hier nebendran setzen. So, hier nochmal. Schatzkammer überall rein. 8 von 64 Werkzeugkisten. Gut, die sind am Rödeln hier, das passt. Da ist schon eine Priesterin. Mal gucken, ob wir die schon kaputt kriegen. Dann hätten wir nämlich direkt mal Angriffsfläche für Ding. Nimm das, du Wurm! Ja, genau.
Gibt's der Priesterin? Komm, die darf nicht heilen. Dann haben wir eine gute Chance. Ja. Nimm das! Treffer. Wen soll ich massakrieren? So. Da brauchen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ah, ich könnte die andere Insel der Gutartigkeit da oben gleich noch mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute. So. Gleich mal hier die Krypta einbauen. Ihr habt einen Außenposten erobert. Nice, gell? So. Ihr habt nicht genügend Bösartigkeit. 200. Dann würde ich doch... Falscher Knopf. Thanos muss sterben. Bin ich dafür. So, da ist der Schutzschild. Da kommen wir nicht weiter. Das heißt, ich würde auf jeden Fall noch hingehen und die zweite Insel der Bösartigkeit hier einnehmen. Weil dann haben wir auf jeden Fall mal einen... Spinnen haben sich irgendwo im Untergrund weiter ausgebreitet. Ja, ja, diese Scheißspinnen. So. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, eine Untote ist gestorben. Das ist halb so wild. So, jetzt kann ich hier... einmal die Statue von Talia hinmachen, die meinen Bösartigkeitsding mehr einsetzt. So. So, und dann fangen wir einmal an, hier unten auszuheben. Weil ich würde mal fast sagen, hier unten sieht es gut aus. Zahltag. Dass wir quasi sagen würden, ich mache hier unten wieder meine Bahnen für Ding. So. Einmal alle beisammen. Zeit zu sterben. Dann heben wir hier einmal das Mana aus. Dann würde ich nämlich direkt hier drüben nachher wieder die Dämonen hinpflanzen. Und direkt hier drüben jetzt halt wieder die... Sag mal schnell. Machen wir direkt hier wieder unser Arcanium hin. So ungefähr auf dieser Fläche hier. So müsste erstmal reichen, oder? Dann kann man gleich hier eine Tür hinbauen. So, und dann können wir gleich mal uns hier nach hinten in die Richtung da weiterbauen. So, und zufälliger weiß ich jetzt schon, dass, weil ich dieses Level jetzt schon zum zweiten Mal spiele, weil, wie gesagt, beim ersten Mal hat man wieder technische Probleme. Ein paar Würmer würmern in eurem Dungeon herum. Macht das Gewürm platt. Ja, die paar Würmer macht er mal nicht ins Hemd hier. Ah, da ist ja nochmal eine Schatzkammer. Haben sich im Untergrund breit gemacht. Ah, da sind die Spinnen wieder. Ich hasse Spinnen. So. Gut, dann bauen wir hier mal gleich. Lektorium habe ich natürlich noch wieder gar nicht freigeschalten. Nicht Lektorium, Arcanium. So, dass meine ganzen Schnodderlinge direkt dann mal wieder hier alles Mana reinschaffen können, was sie finden.
Okay. Wir brauchen ganz dringend noch einmal einen Fernkämpfer und zwei Nahkämpfer, ne? So, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal auf die nächsten drauf. Denn dieser Kackhaufen-Spawner, den will ich da nicht sehen. Der muss da weg. So, da können wir auch nochmal wegmachen dann. Ja, doch, ich denke mal, das sieht gut aus. Dann bauen wir da nämlich wieder ein paar Spinnchen hin. Da. Arcanium kriegt natürlich auch noch ein Arbeitsgerät. Falls die Dämonen mal nichts zu tun haben sollten. Perfekt. Gut. So. Dann, jetzt pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ein Riesenwurm wurde im Dungeon gesichtet. Na, komm. Hilfe! So, jetzt pass auf. Der Gegner kommt hier rein. Muss hier einmal hier unten durchlaufen. Läuft dann natürlich bis dahin. So, dann müssen wir da natürlich wieder zumachen. Und läuft dann auf der Gegenfahrbahn hier unten rum. Die Kreaturen des halbblinden Bösen hatten eine Mana-Mine im Untergrund entdeckt. Da habe ich ein kleines Geschenk für dich, Talia. Hoffe, du hast Spaß mit meiner Mana-Mine. Admiral Overproud hatte eine weitere Mine in den Dungeon geschmuggelt. Diese würde nach einer kurzen Verweildauer explodieren und Teile des Dungeon-Inventars vernichten. Ja, das ist jetzt das kleinste Problem. Ausgeschaltet wurde. Das ist das kleinste Problem, weil das können wir jederzeit wieder ersetzen. So. Jetzt müssen wir dann erst schon mal hingehen, wenn die hier angefangen haben. Jetzt gehen wir nämlich wieder hin. Pass auf. Rollender Stein, rollender Stein. So, da muss erst noch fertig gebaut werden wieder. Und hier zwischendrin nutzen wir jetzt die... Dinger dafür, dass wir dann hier von den Ding reinbauen können. Zahltag. So ungefähr. So ungefähr. So, also rollender Stein, rollender Stein. So, und dann kommen nämlich von den Spinnen, weil mein Problem ist ja immer, ich vergesse immer, die Steine zu aktivieren, wenn die Gegner im Bereich dort sind. Also gehe ich jetzt dorthin und baue von diesen Spinnen in den Bereich rein. Jetzt habe ich wieder keine Werkzeugkisten. Egal. Lassen wir erstmal machen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wollen eine eurer Bösartigkeitsinseln angreifen. Das ist doch jetzt nicht wieder der nie ihr Ernst. Wo sind eigentlich schon wieder alle meine Untoten schon weg, oder was? Wo ist die Untote hier? Eine Untote muss da sein. Ja, die ruhen sich gerade angeblich alle drei aus. Ja, okay. Du musst mal den da wiederbeleben. Also gut, kann jetzt sein, eine Bösartigkeitsinsel stirbt jetzt gleich. Die holen wir uns gleich wieder zurück. Gar kein Problem. Eine eurer Bösartigkeitsinseln wird angegriffen. Macht nix. Ich kenne Schlimmeres. So. Eine eurer Bösartigkeitsinseln wurde eingenommen.
Halb so wild. So, jetzt pass auf. Mache einmal hier ein zu. Außenposten wird angegriffen. Jetzt sehen Sie, jetzt wollen Sie mich ärgern. So, das Problem ist jetzt natürlich, der eine Ork ist ja schon halb tot da. Dafür brauchen wir dann gleich das Lektorium. Einer eurer Außenposten wird angegriffen. Ich bin ja schon dabei. Ich glaube, ich sollte echt ein paar Verteidigungsanlagen bauen. Einen Außenposten verloren. Genau in dem Moment, wo ich natürlich komme, gell? So, wo ist die Novizin? Die war hier. Die steht jetzt natürlich genau dazwischen drin. Da, die kann heilen. Die muss zuerst weg. Die blöden Gutmenschen wollen mich nur wieder ärgern. Ich sehe es komme, gell? So. Dann natürlich noch hier oben drauf. Zuerst wieder die Novizen. So, damit haben wir unsere Quelle wieder und jetzt greifen wir da gleich da an. Eure Kreaturen haben einen Außenposten eingenommen. So, genau. Und da kommt jetzt wieder unser Talia-Ding hin. Und dann würde ich mal gucken. Untote regenerieren sich schneller, Bedürfnisse der Dämonen steigen langsamer. Eine Buddel voll rum für den, der das Dungeon hat vernichtet. Kreaturen der Horde verlangen kein Gold mehr am Zahltag. Und so. Aber da ich ja eigentlich mehr als genügend Gold habe, dadurch, dass meine... So, warte mal, was kostet denn da einer? 100 Bösartigkeit, 110 Bösartigkeit, 110 Bösartigkeit. Dann würde ich sagen, wir machen hier drei Ballistentürme drumherum. Dass wenn die nächste Welle an Gegnern kommt, dass das ein bisschen länger standhält hier. Und ich würde nur den Bösartigkeitsbonus nehmen, den uns die Talia-Statue bringt, weil ganz ehrlich, der Rest ist zweitrangig. Oh, das Katapult haut mächtig rein. Das ist mies. So. So, jetzt alle aufs Katapult. Die Kreatur heilt sich mit jedem Angriff deutlich. Das kriegt natürlich eine von der... Mehr. So. Das Böse. Nice. So, hab ich denn? Ich hab das Ding noch gar nicht erforscht. So, einmal Zauber noch erforschen, weil dann kann ich ja nämlich mir direkt hier drüben ein dämonisches Portal hinzaubern. Dann bin ich direkt näher an meiner Insel dran, wenn da mal wieder einer angreifen sollte. So. So, dann können wir hier nochmal wieder so, da. Wie sieht's mit Werkzeugkisten aus? 12, gar nicht schlecht. Dann können wir hier nochmal ein paar davon hinbauen. Es ist Zahltag. So, dann können wir hier auch nochmal ein paar Spinnennester hinsetzen dann. Einfach nur, weil es geht, machen wir da auch nochmal eins hin. So, und dann können wir hier hinten dann noch einen Drescher. Und dann würde ich in die andere Richtung gehen. Und hier machen wir dann unseren Wachraum rein. Und dann muss natürlich da hinten, ich habe gerade keine Ding mehr übrig wieder, keine Werkzeugkisten.